Wir schauen uns gerne mal an, was mein alter Cutter so macht, Alter. Mein alter Cutter scheint jetzt gerade irgendwie auf dem Fiverr-Film zu sein. Ehemaliger Mitarbeiter von mir, der liebe Thomas. Und ist jetzt selbstständig und ist gerade drin, Alter. Und macht richtig dick Geld, Alter. Was geht, Alter? Was geht, Mann? Ja, mega nice. Finde ich geil. Finde ich gut. Gönne ich ihm. Was bei Thomas abgeht. Sie wünschen sich danach, die Zwänge des Berufslebens hinter sich lassen zu können. Sie wünschen sich, unabhängig von Vorgesetzten zu sein, mehr zu reisen, auszuschlafen und zu arbeiten, wann und wo sie es möchten. Genau das soll die... Das Ding ist, ich glaube wirklich, dass Thomas so ein Autist ist, Alter, und sich hier den Wecker auf 5.33 Uhr gestellt hat, anstatt einfach die Handy umzustellen. Ich könnte es mir sogar vorstellen, Mann. Eine Seite Fiverr möglich machen. Ohne Ausbildung und Zertifikate habe ich mich dort vor 7 Tagen angemeldet und versucht, innerhalb von einer Woche möglichst viel Geld von zu Hause aus zu verdienen. In dieser... Das Ding ist halt, Thomas ist auch ein extrem skilled Boy. Wisst ihr, was ich meine? Also Thomas hat extrem gut was drauf und Thomas ist jemand, der wirklich gut in sämtlichen medialen Dingen ist. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass er da auf jeden Fall gut reingecashed hat. Schauen wir mal. Fortsetzung werde ich dokumentieren, wie ich auch die nächsten 3 Wochen auf Fiverr die verrücktesten Aufträge ausführe, um herauszufinden, welches Monatseinkommen ich mit selbstständiger Arbeit auf Fiverr zusätzlich zu meinem eigentlichen Vollzeitberuf erwirtschaften kann. Ist jetzt 3 Tage her, seitdem ich das letzte Mal auf Fiverr war und wir haben übers Wochenende wirklich viele Aufträge bekommen. Okay. Wie schon erwartet, hat es einfach ein bisschen gedauert, bis wir Bewertungen bekommen, bis wir Kunden vorgeschlagen werden und bis der Ball ins Rollen kommt. Ich werde mich jetzt mal als erstes um die ganzen neuen Aufträge kümmern. Einer möchte einen Retro-Filter für 100 Euro, ein anderer möchte einen Sommersprossenfilter auch für 100 Euro. Thomas, da fällt mir gerade ein, ich habe auch noch einen kompletten Instagram-Filter, Leute, den habe ich noch gar nicht fertig. Soll ich den mal installieren, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, ich setze mich morgen mal dran, Alter. Thomas hat mir nämlich auch einen richtig nicen Filter gebastelt. Thomas aka Instagram Filtergott. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Ich habe ihn immer noch nicht reingemacht. Wird Zeit, glaube ich. Wird Zeit, wa? Und wieder ein anderer möchte einen Farbfilter, bei dem man die Deckkraft durch das Tippen auf das Display ändern kann, für 60 Euro. Das bedeutet, wir haben viel zu tun, aber anders als beim ersten Teil dieser Reihe, werde ich nicht jede freie Sekunde investieren, sondern das Ganze einfach entspannt nebenbei, neben meinem eigentlichen Beruf machen, für den ich schon ca. 80 Stunden pro Woche investiere. Ja, Thomas, absolutes Arbeitstier, kann man nicht anders sagen. Aber ja. Alter, let's go. Heute muss ich aber noch den ganzen Tag am Video für nächste Woche arbeiten, deswegen müssen die Aufträge bis morgen warten. Wir haben heute einen straffen Zeitplan. Ich habe mir 4 Stunden für Fiverr eingeplant und ich gucke jetzt einfach mal, wie viel ich in dieser Zeit schaffe. Ich beginne mit etwas Leichtem. Der Kunde hätte gerne, dass ich ihm ein Lightroom-Preset in einen Instagram-Filter konvertiere und zahlt dafür 40 Euro. Der Prozess ist relativ simpel, sodass ich nach ca. 40 Minuten fertig bin und ihm meine Arbeit schicke. Anders sieht es bei meinem nächsten Auftrag für 60 Euro aus. Es ist auch hier wieder ein einfacher Farbfilter, jedoch möchte der Kunde zwischen 4 verschiedenen Deckkraftstufen auswählen können. Ist halt so krass, dass Thomas das halt wirklich alles noch programmieren muss, Alter, ne? Alter. Und ich dachte, dass es einfach wäre, ist doch relativ kompliziert und zwingt mich dazu, den Rest des Tages JavaScript zu studieren. Leider ohne Erfolg. Wir haben wieder einen saftigen Auftrag im Postfach. Dieser Wert hier hätte gerne einen einfachen Instagram-Farbfilter wieder für 40 Euro. Aber bevor wir damit anfangen können, kümmere ich mich jetzt erstmal um die bestehenden Aufträge. Hier geht es um einen Retro-Look-Filter. Dieser Filter besteht aus einer Farbbearbeitung, einem Rahmen, Rauschen, Flackern und diversen Flecken übereinander gelagert. Es dauert einige Zeit, bis ich alle Einzelelemente zusammengesammelt habe und es dauert noch länger, bis ich alle Elemente zusammengebastelt habe zu dem Prototypen, den ich nach ungefähr 3 Stunden an den Kunden sende. So krass komplex einfach, oder? Also es ist wirklich crazy komplex, Mann, das alles so zu bauen. Das ist wirklich echt krass, dass Thomas da so skilled ist, Mann. Also muss man ihm einfach mal lassen. Das ist auf jeden Fall extrem crazy, dass Thomas das so gut drauf hat. Also finde ich nice. Finde ich sehr cool, Mann. Finde ich sehr cool, dass er da so reingrindet. Alter. Wir haben ja gerade eine Anfrage von Fiverr Deutschland bekommen. Das ist, glaube ich, das deutsche Social-Media-Team von Fiverr. Und die hätten gerne einen Weihnachtsfilter, was ziemlich geil ist, dass die mich dann anfragen. Ich glaube aber, für so größere Firmen wäre es dann sinnvoller, das irgendwie über E-Mail zu regeln, weil, also, wenn jetzt so eine Firma so ein Filter bucht... Vor allem, wenn halt Fiverr über Fiverr anfragt, dann kriegt ja Fiverr bei einem Auftrag, der über Fiverr läuft, von Fiverr Prozente. Hä? Würde, wäre das ja in der Regel immer über 1000 Euro und ich weiß nicht, ob ich da Bock habe, 20% an Fiverr abzugeben. Im letzten Teil der Fiverr-Serie haben wir ja einige Aufträge auch aus dem sogenannten Buyer-Requests gefunden. Wir brauchen jetzt gerade zwar gar keine Aufträge mehr, weil wir eh viel zu viel zu tun haben, aber ich fand es ziemlich witzig und deswegen lese ich mir die jetzt mal durch, was es da so gibt an Aufträgen. Hier werden wieder Minecraft-Bauer gesucht, ist auch geil. Minecraft-Bauer sind immer richtig oft. Ass, whips und... Can someone
Animate some really obnoxious funny ass whips on TikTok. Warum? Der Warum? Will, dass man auf sein TikTok-Video Arschpeitschen drauf animiert. Warum? Stark, ja. Warum? Für ein Zwanni? Not bad, Alter. Schade, dass wir dafür keine Zeit haben. Ich arbeite. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, Alter. Das sind genau die Aufträge, die man machen sollte, Bro. Jetzt mal wieder an den alten Aufträgen weiter. Obwohl ich mir vorgenommen habe, Fiverr nur entspannt nebenbei zu machen, nimmt es mehr Zeit in Anspruch als erwartet und sorgt für zusätzlichen Stress. Krass. Meistens, weil Dinge nicht auf Anhieb so funktionieren, wie man es denkt. Ich sitze jetzt schon wieder seit über einer Stunde an dem Skript für den Instagram-Filter mit den Deckkraftstufen und es ist echt zum Verzweifeln. Ich komme einfach kein bisschen weiter und es funktioniert einfach. Shit, das Ding ist halt auch, glaube ich, wenn man so ein Ding halt auch annimmt, so einen Auftrag, dann muss man den, glaube ich, auch fertig machen, ne? Also ich glaube, das Ding ist halt extrem krass. Ich weiß, dass Ju streamt, Alter, was soll ich jetzt mit Ju machen, Leute? Soll ich jetzt mit Ju Minecraft spielen oder was? Entspannt euch mal. Ohne Grund nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso es nicht funktioniert, weil es sollte eigentlich funktionieren. Tut es aber einfach nicht. Naja, ich lege mich jetzt trotzdem ins Bett. Ist schon spät. Gute Nacht. Es artet langsam wirklich ein bisschen aus. Wir haben noch 4 aktive Aufträge und gerade kam schon wieder ein neuer rein. Oh, um denen ein bisschen entgegenzuwirken, werde ich jetzt mal meine Preise erhöhen, damit wir einfach weniger Anfragen kriegen, aber trotzdem potenziell mehr Geld. Und ich werde auch die Lieferzeiten deutlich erhöhen, damit... Das ist halt das Ding, wenn man halt so viel Zeit da reinsteckt. Ich überlege halt die ganze Zeit, lohnt sich das wirklich so sehr? Weil wenn jetzt Thomas an so einem Projekt 13, 14 Stunden vielleicht mal arbeitet, oder sagen wir mal nur so 10 Stunden, dann ist das ja trotzdem... Vom Ding her, also 10 Stunden, 100 Euro ist halt ein Stundenlohn von 10 Euro, das kriegt halt ein gelernter Grafiker easy. Wisst ihr, was ich meine? Gerade als Selbstständiger würde man für so eine Aufgabe auf jeden Fall 300, 400 nehmen. Deshalb muss man da noch berücksichtigen, dass halt Fiverr seinen Anteil bekommt. Plus man, man wäre auch ohne Fiverr nicht an die Geschichte rangekommen. Ja, trotzdem schwierig, Mann. Also das ist schon nicht easy nebenbei zu machen, Bro. Ich mir einfach das ein bisschen besser einteilen kann. Lucky, Ehre, dass du dir Twitch runtergeladen hast wegen mir. Wenn ich die Aufträge abgebe und dann einfach nicht so viel Stress habe. Ich führe gerade noch kleine Änderungen aus, die sich der Kunde des Retrofilters gewünscht hat. Anschließend mache ich mich an die Arbeit für den Sommersprossenfilter. Sommersprossenfilter sind so easy, da gibt es ja auch schon 10.000 von. Der Filter, der war auch wieder ein bisschen komplizierter. Echt jetzt? Okay, krass. Das Problem ist, dass wir ja beides einmal das Gesicht retuschieren und zweitens die Sommersprossen auf das Gesicht anwenden. Und diese beiden Ebenen haben sich in dem Programm ein bisschen gebissen, aber ich habe eine Lösung gefunden, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Und der Kunde hat den Filter auch schon angenommen und ist happy damit und uns wurden auch schon bereits 100 Euro gutgeschrieben wieder. Nice, sogar Trinkgeld. Oh, Fiverr und meinen Eigenschutzberuf unter einen Hut zu bringen, klappt einigermaßen. Ich glaube, das ist halt absoluter Pain in the ass. Also ich weiß nicht, wie Thomas dafür noch Zeit findet. Also ich glaube auch nicht, dass Thomas das Geld wirklich notwendig hat, sondern wird es halt wahrscheinlich primär gemacht haben, einfach für das Video. Trotzdem nice, dass er dieses Experiment hier gewagt hat, Mann. Aber es ist sehr wichtig, keine zu kurzen Lieferzeiten anzubieten, damit man sich alles ordentlich einteilen kann. Das schreckt natürlich einige Kunden ab, aber ich denke, mittlerweile können wir uns das leisten, da ich eh keine Zeit habe für noch mehr Kunden. Kleines Update, ihr könnt euch ja bestimmt noch an den Problemfilter erinnern mit der Deckkraftauswahl. Da ich das wirklich nicht hingekriegt habe, habe ich jetzt eine Alternative vorgeschlagen, die sogar besser ist. Und zwar kann man jetzt einfach über 4 Buttons die Deckkraft auswählen und der Kunde ist damit auch sehr, sehr happy. Und für den extra Aufwand mit den Knöpfen haben wir zusätzlich zu den 60 Euro noch 30 Euro obendrauf verdient. Das Ding ist halt, er hat ja ultra lange tryhardet und hat jetzt so lange daran gesessen und kriegt dafür nur 90 Euro. Klar, 90 Euro sind sau viel Geld, aber für die Arbeit, keine Ahnung, Mann. Wir haben heute auch noch einen richtig lustigen Auftrag gekriegt, in dem wir die Augen des Nutzers, des Filternutzers, durch Spiegeleier ersetzen. Aber darum werde ich mich morgen kümmern. Der Kunde mit dem Super 8 Filter hat heute noch eine kleine extra Änderung abgefragt. Werde ich ihm aber dementsprechend auch extra in Rechnung stellen, weil seine 2 gebuchten Korrekturschleifen ja schon verbraucht sind. Hier haben wir zusätzlich zu den 100 Euro also nochmal 5 Euro extra verdient. Der Monat ist erst zur Hälfte vorbei. Krass, und ich bin echt gespannt, halt wie viel wir bis wenig zum Ende Geld für sehr viel Arbeit. Was aus dem Auftrag wird, den wir von Fiverr höchst persönlich bekommen haben. Darf man nicht vergessen. Wie einige unter meinem letzten Fiverr-Video schon zu Recht gefragt haben, gehen von allem, was wir hier jetzt verdienen, Steuern halt natürlich nochmal. Steuern jetzt weg. Kommt das Placement kurz für die App. Link in der Videobeschreibung. Gönnt euch rein, mich juckt's nicht. Wer bezahlt für sowas eigentlich Geld? Aber ich glaube, für 45 Euro kann ich mich da ja nicht beschweren. Also, los geht's. Als erstes suche ich... Das hat das Ding, 50% Steuer, Abzug an Fiverr und so weiter und so fort. Das Problem ist auch, ich weiß ja halt noch gar nicht, wenn ich jetzt da 100 Euro bekomme, gehen von 100 Euro mal diese 20% ab oder sind die schon mit einkalkuliert? Also zahlt derjenige quasi dann... diese 20% schon on top, wisst ihr, was ich meine? Schwieriges Ding, Alter, muss ich mal fragen. Ein Bild von einem Spiegelei und schneid es aus.
Dann setze ich das Spiegelei noch auf die Augen des Filternutzers. Der Filter wäre jetzt schon fast fertig, aber mir ist noch was Lustiges eingefallen. Ich fände es viel besser, wenn die Spiegeleigröße durch das Öffnen des Mundes eingestellt wird. Und deswegen schicke ich dem Kunden einfach beide Versionen. Warum sollte man das machen? Rückt immer näher und ich bin Wer zahlt für so einen Filter? Warum macht man das, Mann? Deswegen schon mega im Vorproduktionsstress aktuell. Ich habe aktuell wieder einige Aufträge am Start, muss aber auch ganz ehrlich zugeben, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Dieser Pickel geht auch irgendwie nicht weg hier, den er hier hat, ne? Der arme junge Thomas, Alter. Da ist die Daily Skincare Routine aber mal ganz woanders. Meinen Kunden genug Aufmerksamkeit zu schenken und deren Deadlines einzuhalten. Also das sieht leider wirklich gar nicht gut aus und es tut mir auch wirklich leid für die Kunden, die das Ganze halt ausbaden müssen. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag, also der 26.12. und ich habe die letzten Tage viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden verbracht. Next Marvin, Bella Dai, Zironia Smotav, Dankeschön für die Subs. Ausrufezeichen Prime in den Chat, let's go. Wenn man auf Fiverr unzufrieden ist, dann kann man einen sogenannten Disput einreichen. Und das haben ganze 3 Leute bei mir gemacht, weil ich eben nicht innerhalb der Deadline abgeliefert habe, was natürlich nicht okay ist. Mit 2 davon habe ich das klären können, die haben das dann verstanden, aber der andere, der meldet sich leider nicht. Es ist jetzt 23 Uhr und ich wollte eigentlich mit meinen Freunden feiern gehen, okay, komm, aber ich sollte mich wohl oder übel mal um meine Aufträge kümmern. Während andere Zeit mit ihrer Familie verbringen. Das ist halt auch das Ding, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Man darf halt nicht vergessen, dass das immer halt unter einer riesigen Deadline steht. Wisst ihr, was ich meine? Und das kostet natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, wenn man dann noch so reinhasseln muss. Und man kriegt einfach sein Geld nicht, wenn man das halt nicht innerhalb dieser Deadline, die man sich natürlich selber gesetzt hat, schafft. Aber man neigt, glaube ich, auch dann dazu, zu viele Aufträge einfach anzunehmen. Also ich wüsste nicht, ob ich mit so einem System klarkommen würde, bin ich ehrlich. Und meine Freunde gerade im Club Spaß haben, sitze ich alleine an meinem PC und arbeite. So ziemlich jeder Arbeitnehmer hat am zweiten Weihnachtsfeiertag frei und arbeitet schon gleich gar nicht um 23 Uhr nachts. Aber das sind die Schattenzeiten, die man unter Umständen in Kauf nehmen muss, wenn man sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllen möchte. So ist es leider. Heute so ist der letzte Tag, der 28. Kann ich ein Lied von singen, Mann? In wenigen Stunden kommt dieses Video online und wir haben jetzt im Dezember mit Fiverr 882 Euro verdient. Wenn ihr wissen möchtet, wie viel ich mit YouTube im Dezember verdient habe, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Wenig. Euch ein Video. Also das ist nicht wenig, aber für die Arbeit auf jeden Fall. Boah, Alter, ich bin ehrlich, Mann, Thomas, also wenn du Geld brauchst, melde dich wieder bei mir, Alter. Ich kann immer gute Leute gebrauchen, das weißt du. Nein, ich hab ja mein Team hier. Ich habe ja Leo und Tobi hier. Küss auf deren Augen. Aber krass, Mann. Also ich glaube, dass Thomas auf jeden Fall mit seinem YouTube-Kanal deutlich besser verdient. Herzlich willkommen zu dem Video. Wenn ihr euch fragt, wieso sieht der 7.500 Euro im Monat, das ist nicht schlecht für YouTube, Alter. Das kann man auf jeden Fall von leben. Wie gesagt, dazu nochmal das Fiverr-Geld. Nettes Einkommen hat der Thomas auf jeden Fall. So.